Unheilbar Kranken unnötige Schmerzen und Leid zu ersparen und ihnen ihre verbleibende Zeit lebenswert zu machen, darum geht es in der Palliativmedizin. Die Behandlung, zum Beispiel auf einer Palliativstation, zielt darauf ab, den körperlichen und seelischen Zustand von Menschen mit unheilbaren Erkrankungen zu verbessern. Die Geschichte der Palliativmedizin reicht dabei weit zurück. Palliativmedizin ist in den 60er Jahren entstanden in London. Sie geht zurück auf Cicely Saunders, die Begründerin der Palliativmedizin, die das erste Hospiz in London eingerichtet hat. In den 80er Jahren sind die ersten Palliativstationen in Deutschland dann gebaut worden. Das ist die Mildred Scheel Akademie in Köln, die eine große Palliativstation hat. Und seitdem ist die Tradition der Palliativmedizin in Deutschland stetig gewachsen und auch die Betten und Palliativbetten haben ständig zugenommen. Es gehört zu den Grundsätzen der Palliativmedizin, den Patienten nicht allein zu lassen mit all den Informationen und verwirrenden Fakten, die ihn, seine Krankheit und seine Angehörigen betreffen. Dazu gehört auch, über seine Erkrankung genau Bescheid zu wissen. Ich weiß ja, ich habe einen Lungentumor. Seit ein paar Jahren habe ich Chemo schon gehabt und dann muss immer wieder mal nachgeschaut werden, wie es aussieht, ob er wächst oder so. Und in meinem Alter hat man mich nicht mehr operieren können und muss ich halt abwarten, was passiert. Ne? In dieser Zeit wird von der Palliativmedizin alles getan, um ihn zu unterstützen. Das betrifft medizinische, psychosoziale und auch spirituelle Belange des Betroffenen. Viele Patienten haben Angst vor Leid und diese Angst vor Leid, die können wir gut hier nehmen, weil wir da eine gute Expertise haben, um Patienten zu begleiten. Zwischenmenschliche Nähe und Vertrauen stehen bei der Palliativmedizin im Alltag im Mittelpunkt und das unterscheidet sie von vielen anderen Bereichen im Krankenhaus. So werden die Wünsche und Gewohnheiten der Patienten erfragt und nach Möglichkeit umgesetzt. Dazu gehört auch zum Beispiel eine Aromatherapie, bei der mit liebgewonnenen Düften in Öllampen und bei einfühlsamen Handmassagen gearbeitet wird. Auch das Hören von bekannten Melodien gehört zum Wohlbefinden und mitgebrachte CDs werden von den Mitarbeitern der Station gern eingelegt, um die Lebensqualität der Patienten zu steigern. Auch Haustiere dürfen mitgebracht werden und für die Angehörigen hat man auf der Station immer ein offenes Ohr. Also es ist immer jemand da, den ich fragen kann und was halt wirklich wunderbar ist, ich kann zu jeder Zeit da sein. Ich habe immer die Möglichkeit zu kommen, da zu sein und das ist einfach wunderbar. Auch die Patienten selbst fühlen sich hier wohl und sind dankbar für jede achtsame Zuwendung und jedes Gespräch mit dem Pflegepersonal. Die sind sehr, sehr hilfsbereit und gehen auf die Wünsche ein, die reagieren sehr spontan auf irgendwelche Fragen und Antworten. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Also sind sehr in Ordnung, die Leute. Und die Station hier ist sehr gut. Also man geht auf die Wünsche sehr schön ein. Und im Essen ist auch immer, man kann sich bestellen, was man gerne möchte. Ein wichtiger Bestandteil der Behandlung ist für Patienten die bewusste Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Leben und somit auch die Angst vor dem Sterben abzubauen. Dank der hingebungsvollen Arbeit von Pflegepersonal und Sterbebegleitern ist es möglich, die letzte Lebensphase für die Patienten lebenswert zu gestalten. Also das Wichtigste finde ich persönlich auch, dass der Mensch hier im Mittelpunkt absolut steht und dass man einfach für diesen Mensch da ist und ihn da abholt, wo er gerade ist und was er gerade braucht. Das ist jeden Tag anders. Am einen Tag ist es Ruhe, am nächsten Tag ist es viel Zuwendung. Und das Allerwichtigste ist eigentlich einfach das Dasein und den Mensch auf seinem individuellen Weg begleiten. Für die Pflegekraft heißt das aber auch, im Arbeitsalltag ständig mit dem bevorstehenden Tod der Betreuten konfrontiert zu sein. Sicher keine leichte Aufgabe, die aber auch ein Gewinn sein kann. Also ich selber lebe viel bewusster, muss ich sagen. Bin ja noch relativ jung, viele fragen mich auch immer, wie ich das überhaupt so machen kann. Also wenn man heimgeht, man genießt jeden Moment und ja, ich denke, der Tod gehört einfach zum Leben dazu. Das ist halt leider so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Aber ja, wenn man sich darüber bewusst ist, dieses Leben ist endlich und das ist es definitiv, dann kann man einfach jeden Moment genießen, so wie er kommt und so wie er ist.
Dieser Gedanke kann zugleich in jeder Lebensphase und für jeden Menschen bereichernd sein, weil es daran erinnert, sich auf das wirklich Wichtige im Leben zu besinnen.